Unser heutiger Schlaumeier kommt aus Zürich. Sie ist Lehrerin, hat zwei Kinder und ein paar von euch kennen sie vielleicht schon aus der Handlettering-Lektion. Herzlich willkommen, unser heutiger Oberschlaumeier, Andrea. Hoi! Hoi Roman, guten Morgen Kinder, hoi zusammen. Schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Und danke der Niki für das pflanzenreiche Aufwärmen. Ich habe auch gerade mitgemacht, also ich mag noch zum Glück, oder schon, dank dem. Ja, ich möchte heute eigentlich mit euch ein bisschen die Natur in die Wohnung hineinholen. Das würde heissen, dass wir uns einen kleinen Garten bauen in einem Glas. Vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwo gesehen, dass man das machen kann. Und bei mir ist es einfach so, ich vermisse die Natur recht fest. Wer von euch vermisst die Natur auch, könnt ihr mal schnell aufstrecken. Und die Hände gehen auf. Ich muss es, glaube ich, nicht mehr erklären, wie das geht mit dem Aufstrecken. Das wissen jetzt, das weiss man jetzt, glaube ich. So, ja, ich sehe es. Schon mehr als die Hälfte streckt auf. Ja, ich habe es vermutet. Eben mir geht es auch so. Ich vermisse die Natur und möchte sie darum ein bisschen mehr in die Wohnung hineinholen, weil wir ja nur noch ein bisschen raus dürfen und im Ganzen so viel. Mein Problem mit der Natur in der Wohnung ist, ich habe nicht so einen grünen Daumen. Ich glaube, ihr wisst alle, was ein grüner Daumen ist. Das heisst, man kann gut mit Pflanzen umgehen. Wir verdursten die Pflanzen oder vertrinken die Pflanzen, je nachdem. Wer von euch hat einen grünen Daumen? Das nimmt mich jetzt auch noch Wunder. Kannst du für die Kinder noch mal aufstecken, die einen grünen Daumen haben? Also grüner Daumen heisst ein gutes Gefühl für Pflanzen, die gut mit Pflanzen umgehen kann, wo Pflanzen eine relativ hohe Überlebenschance haben. Bei uns zum Beispiel haben Pflanzen auch nicht allzu grosse Überlebenschancen. Sagen wir mal bei den Kindern, aber doch, ja doch, die Hälfte sagt, sie hätten einen grünen Daumen. Das ist doch schön. Wow. Also Hut ab von denen, die das können. Ich gebe mir auch immer wieder Mühe, aber ich habe mir dann eine leichtere Variante suchen, etwas, was bei mir auch überlebt. Und dann habe ich eben mal gelesen, dass man ein ewiges Terrarium machen kann. Das heisst, ein Garten kann im Glas haben, den muss man nie mehr gießen, man muss nie mehr aufmachen, er sieht mega schön aus. Das Einzige, was man noch braucht, ist ein bisschen Licht. Aber das kann man ja bekommen, indem man in der Nähe vom Fenster steht. Ich habe euch aufgeschrieben, was ihr alles braucht, dass ihr Kies braucht und Sand braucht und ein bisschen Erde, ein Glas, das man zumachen kann. Und kleine Pflanzen, zum Beispiel Moos. Man braucht wirklich nur ganz wenig. Und ich zeige euch jetzt auch gerade, warum. Ich habe vor etwa 4 Jahren schon mal so ein Terrarium gemacht. Und das Terrarium sieht mittlerweile so aus. Ihr seht, es ist dicht bewachsen bis zu oberst oben rauf. Das ist, weil ich zu viele Pflanzen drin habe. Also wenig Pflanzen drin, dann bleibt es lang schön. Mich nimmt noch Wunder, was die Kinder eigentlich für ein Glas gewählt haben, weil die meisten haben wahrscheinlich irgendetwas von zu Hause. Habt ihr ein Gonfiglas oder ein Honigglas, ein Nutella-Glas oder ein spezielles Glas, das ihr extra für das jetzt auftrieben habt, oder habt ihr ein ganz anderes Glas? Gut, und die Umfrage läuft. Was für ein Glas hast du vorbereitet für die heutige Lektion? Ein Gonfiglas, ein Honigglas, ein Nutella-Glas, ein spezielles Glas oder nochmal ganz ein anderes Glas. Also kannst du abstimmen, wählst aus, was stimmt für dich und dann drückst du unten dran auf Eingeben, das runde Knöpfchen. Das ist noch wichtig, dass ihr das nicht vergessen. Auf Eingeben klicken. So, ich gebe euch noch 5, 4, 3, 2, 1 Sekunde Zeit und ich sehe das Resultat schon. Andrea, die meisten Kinder haben ein Gonfiglas vor sich jetzt. Ja, also meine Kinder haben auch ein Gonfiglas vor sich. Das ist etwas, was wir jetzt im Moment sehr gerne essen, wenn wir so lange Zeit haben, zum Zmörgeln morgen immer bis am 9 bis Schlaumeier kommt. Ich habe ein anderes Glas, ein bisschen ein grösseres Glas, das ich mit euch jetzt fülle. Und ich zeige euch jetzt mal den ersten Teil zeigen, wie man das füllt. Also ihr braucht das leere Glas, das solltet ihr jetzt hier bei mir auf dem Tisch sehen. In das Glas tun wir Kieselsteine rein und es braucht wirklich nur ganz wenig. Eigentlich so, dass man es bütteln könnte. Dass einfach am Boden eine ganze Schicht Kies hat. Ich tue noch mal ein bisschen rein. Es braucht wirklich nicht besonders viel. Gut.
Also ihr seht, es ist wirklich nicht viel Kies drin. Es muss einfach so ein bisschen der Boden gefüllt sein. Das hilft, damit das Wasser nicht in den Wurzeln der Pflanze nachher liegt. Dann das Zweite, was wir drin tun, was aber auch gar nicht so viel braucht, sondern auch wieder nur eine kleine, feine Schicht, ist ein bisschen Sand. Das mache ich jetzt mit reinleeren. Es ist fast einfacher. Schauen, dass es überall ein bisschen hat. Muss aber auch wieder nicht besonders viel sein. Das Glas ist immer noch recht leer. Ihr habt gesehen, man sollte nicht zu weit auffüllen, also wirklich schön eine dünne, dünne Schicht machen. Und dann, was halt die Pflänzchen alle auch noch brauchen, ist natürlich noch die Erde. Die muss ich jetzt da schon wieder ein bisschen verdrucken, weil ich habe sie schon länger hergeholt. Das ist getrocknet worden. Dann ich auch eine Schicht drin in mein Glas. So, dass es überall ein bisschen Erde hat. Ich habe neben mir zwei Helfer, die gerade auch noch zwei Gläser füllen, damit ich euch nachher drei verschiedene schon mal von uns zeigen kann. Also jetzt habe ich zuerst Kieselsteinchen, dann ein bisschen Sand und dann ein bisschen Erde drüber in mein Glas hinein. Und mein Glas ist also noch nicht fest gefüllt. Ich habe all diese Sachen gefunden bei uns im Hof, im Innenhof, bin ich die besuchen. Jetzt nimmt es mich noch fest wunder, wo ihr eigentlich seid, weil vielleicht komme ich dann gerade eine Idee über, wo ich dann in den nächsten paar Tagen mal hin könnte, um es gar nicht so viele Leute mit dort. Wo habt ihr euer Material her? Von eurem Haus, also gerade vor dem Haus, oder sind ihr im Wald einen Ausflug machen? Habt ihr es um einen Spielplatz gefunden? Sind ihr an einem geheimen Ort gewesen, den ihr jetzt gar nicht teilen wollt, sodass nicht alle Leute dort hingehen? Oder sind sie Mami und der Papi suchen? Also, dann könnt ihr abstimmen. Wo hast du das Material gefunden? Vor dem Haus, gerade im Wald oder auf dem Spielplatz oder an einem geheimen Ort? Oder haben sie Mami oder der Papi gefunden? Wählst aus, welche Antwort richtig ist für dich und drückst nachher ohne drauf den runden Knopf eingeben. Also, wir haben noch 5, 4, 3, 2, 1 Sekunde Zeit. Wir beenden die Umfrage. Lassen den Computer rechnen, Andrea, und geben das Resultat frei. Mal schauen, was kommt dabei raus. Ich sehe es schon, ihr seht es noch nicht. Also, vor dem Haus haben es die meisten gefunden. Das ist doch vorbildlich. Roman, bist du froh, musst du nicht selber ausrechnen, wie viel Prozent der Kinder das ist? Ich bin froh, ja. Das ist tatsächlich einfacher. Gell, schön. Gut, jetzt haben wir Erde, Sand und Stein in diesem Glas. Und jetzt kommt eigentlich der schönste Teil. Jetzt kommen noch Pflänzchen rein. Ich habe euch geschrieben, dass man Moos kann holen kann. Das sagt doch, jetzt gehen wir es wieder. Ich habe wirklich nur Moos geholt. Das wächst nämlich ganz schön und schnell an. Und jetzt braucht es auch da gar nicht viel, das Moos. Das tue ich jetzt hier so ein bisschen über die Erde legen. Bisschen Arbeit. Je nachdem, wie gross euer Glas ist. So auf die Erde. Kann ich mal schauen, ob es mir so gefällt. Jetzt schön finden, wie es ist. Also ganz richtig schauen. In der Mitte wollte ich noch ein bisschen mehr Moos haben. Das heißt, für das noch ein Zeit und nehmen noch ein Stückchen Moos. Vielleicht ein bisschen kleiner. Dann habe ich noch so ein anderes Pflänzchen. Das auch noch drin. Das Moos, das wächst zum Glück ganz selbstständig nachher an. Also da muss man gar nicht viel machen. Reinlegen und dann wachsen das selber gerade wieder an. Also es geht vielleicht zwei, drei Tage. Ich tue euch noch schnell ein Bild zeigen am am anderen Bildschirm. Und zwar seht ihr da drauf den Wasserkreislauf. Ihr seht eine Wolke, wo es regnet, da kommt Wasser ab auf die Erde, das sickert im Boden hinein. Im Boden wird es das Grundwasser oder die Wurzeln der Pflanzen nehmen es auf. Das ist wie trinken, fast ein bisschen durch ein Röhrchen durch und die Pflanze trinkt dann das Wasser, zieht es auf, bis in die Blüten auf. Und wenn die Sonne drauf scheint, dann verdunstet das Wasser wieder. Also im Prinzip schwitzt die Pflanze. Und das Wasser, das verdunstet, geht wieder in den Himmel rauf, bildet neue Wolken und aus denen kommt dann wieder Regen nach.
Und das, genau das, kann man im Fall beobachten in unserem Glas. Und zwar ist es so, dass die Flüssigkeit in dem Glas sich im Boden sammelt, durch die Pflänzchen, also durch das Moos aufgeht, wenn die Sonne drauf scheint auf unser Glas, verdampft das Wasser. Das sehen wir dann unter Umständen mal an einem warmen Tag, dass es nämlich so Tröpfchen am Glas hat. Und die Tröpfchen gehen wieder runter, gehen wieder in die Erde hinein, wo die Pflanzen, also das Moos oder die anderen kleinen Pflanzen, die wir haben, das wieder mit den Wurzeln aufziehen. Und das gibt dann so einen Kreislauf. Von dem Ganzen redet man als Ökosystem. Das heißt, das ist ein System, das in sich geschlossen ist, also das in sich drinnen funktioniert. Ein paar Pflänzchen verrottet dann vielleicht, das muss auch so sein. Die werden dann wieder zu neuer Erde. Das ist wieder eine nährstoffreiche Erde, das heisst, es ist praktisch wieder Essen für die Pflanzen, für die anderen, die da drin sind. Die können mehr Kraft über, können wieder mehr wachsen. Also das, was wir jetzt bauen, das ist eigentlich ganz eine kleine, fast wie eine Erde. Also ein ganz kleines System, das ganz allein funktioniert. Das Einzige, und das ist ja das, was wir auf der Erde nebenbei ist, die Sonne muss abschneiden. Das heisst, wir müssen ein Sonnenlicht haben. Wir müssen unser Glas dann irgendwo hinstellen, wo es ein bisschen Licht abbekommt. Jetzt wäre ich froh, wenn ihr mir könntet sagen, ob ihr so weit sind, ob ihr bis zu der Pflanze aufgefüllt habt. Roman, kannst du alle Hände abnehmen und dann die Kinder aufstrecken, wer schon so weit ist? Gut, und ich sehe, viele strecken auf, sind schon mehr als die Hälfte. Ich glaube, die Kinder sind schon so weit. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was du bis jetzt gemacht hast, vielleicht? Gut, also, ich habe genommen als unterste Basis Kies. Das macht, dass das Wasser sich unten kann sammeln kann, ohne dass die Wurzeln anfangen zu schimmeln. Das ist wichtig. Dann tun wir Sand drüber, dass das Wasser wie noch ein bisschen filtert, dass nicht gerade die Erde sich unter die Steine mischt. Dann haben wir Erde drüber da. Das ist Grundlage für die Pflänzchen. Und dann haben wir die Pflänzchen oben drüber gelenkt. So, dass die jetzt sich wieder mit der Erde verbinden können. Dass die wieder zusammenwachsen können. Dann brauchen wir ein bisschen Wasser. Und das ist ganz, ganz wichtig. Finde. Nur ein bisschen Wasser. Es braucht viel, viel weniger als man meint. Also ich habe gelesen, etwa 3 bis 5 Tröpfchen. Das heisst, ich habe mir so einen kleinen Löffel genommen. Ihr könnt auch einfach im Fall mit den Fingern 3 ins Wasser und so 3 Tröpfchen. 1, 2, 3, 4, jetzt machen wir noch das 50. Ja, das 50 Tröpfchen. Jetzt habe ich schon genug Wasser drin, im Fall für das grosse Glas. Das langt. Mehr braucht es gar nicht. Das ist alles, was das jetzt braucht, damit es anwachsen und fest werden und ein kleines Ökosystem sein. Jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass man es am Schluss, meine Kinder machen das bitte nicht, damit ich euch noch sagen kann, darf ich euch schnell anstellen, dass wir sehen, wie viele verschiedene Versionen das es gibt. Nein, ich habe noch andere Versionen. Gut. Wenn ihr Tröpfchen, Wassertröpfchen reingetan habt, dann nehmt ihr den Deckel von eurem Glas und dann macht ihr ganz fest zu. Vielleicht fragt ihr einen Erwachsenen, wenn ihr nicht ganz so fest mögt, ob es zutrüllt. Und ganz wichtig ist, schüttelt euer Glas nicht mehr. Es muss jetzt ganz ruhig stehen können, damit das Moos kann anwachsen kann. Hat ein Kind Lust, mir zu zeigen, was es schon gebaut hat? Also, zusammengestellt wird. Gut, also probier mal, könnt ihr mal die Hände aufentun, wenn jemand das Gefühl hat, er möchte zeigen, was er schon gemacht hat. Könnt ihr mal die Hände auf, wer will zeigen, was er gemacht hat oder was sie gemacht hat. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt probieren wir es mal. Es ist immer ein bisschen Glückssache, aber wir probieren es, jemanden da zu uns zuzunehmen. Wir hoffen immer, dass die Kamera funktioniert und dass der Ton funktioniert. Jetzt holen wir da über. So, zur Diskussion. Also, Samira Schneider. Samira Schneider, bist du unten? Samira, kannst du deinen Ton einschalten und deine Kamera einschalten? Hörst du uns, Samira Schneider? Nein, glaube ich nicht. Komm, wir machen anders weiter, Andrea. Machen wir anders weiter. Also jetzt haben wir doch immerhin schon 3 gesehen. 3 Terrarien. Man kann nämlich dem Ganzen, kann man auch sagen, ewiges Terrarium. Ein Terrarium
Das ist in der Regel ein Gefäß, wo man Pflanzen und Erden und Sand oder so drin hat. Manchmal hat man dann auch noch Wildtiere drin, also Wildtiere. So, ich bin das wilde Tier, ich muss es eigentlich so sagen. Zum Beispiel Schlangen neben dem Terrarium, wenn wir sie als Haustier haben. Und wenn wir so ein Terrarium haben, ist das in der Regel offen und wir tun es rausputzen, wir tun es gießen etc. Das machen wir jetzt eben bei dem nicht. Das ist ein ewiges Terrarium, weil es für immer genau so kann bleiben, wie es bis jetzt ist. Also für immer so. Aber, was im Fall ganz spannend ist, man kann das Terrarium extrem gut beobachten, wenn man Geduld hat. Immer jeden Tag wieder ein bisschen voran sitzen und schauen, hey, hat sich's verändert? Ist da irgendetwas angewachsen? Hat sich etwas bewegt? Haben wir doch irgendwie einen Frosch eingeschert? Dann würde ich nochmal aufmachen. Das fände ich fair. Aber sonst können wir wirklich schauen, wie sich's verändert, wie es zuwächst. Weil, wie gesagt, es kann sein, dass es in ein paar Jahren so vollgewachsen ist. Wobei, wir hoffen ja, dass euch ein bisschen schöner bleibt und ein bisschen mehr drin sind. Andrea, kannst du es nochmal zeigen, was du gemacht hast? Ich komme die Nachricht über, dass ein paar Kind vielleicht gleich ein bisschen zu schnell war. Ja, kein Problem. Da habe ich ja nochmal ein leeres Glas. Einfach ein bisschen kleineres. Aber das wird dann für sich funktionieren. Brauche ich wieder meine Sachen. Ich brauche Kies, Sand, Erde und Pflänzchen. Also. Als erstes, die erste Schicht, die ich mache, ist Kies. Das heisst, ich kann wirklich einfach ein bisschen Kies einfüllen. Das macht, dass unsere Pflänzchen nicht mit nassen Füßen mit da stehen. Ich kann die Rassen noch daneben decken. Seht man es vielleicht gerade auch noch so. Das könnt ihr nachher im Fall auch noch runterladen, die Anleitung, dass ihr daraus kommt, was ihr machen müsst. Also die unterste Schicht, die wir machen, ist Kies. Alles. Die unterste Schicht machen wir Kies. Dann nehmen wir eine zweite Schicht drüber, das ist Sand. Der Sand macht eigentlich, dass die Erde nicht mit dem Kies sich vermischt, sodass wirklich die Füßchen, also die Würzchen von unseren Pflanzen, einfach schön trocken sind. Also die zweite Schicht, die wir machen, die ist Sand. Dann tun wir das rein, wo halt die Pflänzchen sicher brauchen, nämlich Erde, dass sie gut anwachsen können. Tun wir eine Schicht Sand rein, Schicht Erde rein, Entschuldigung. Ja. Und eine Schicht heisst immer so viel, dass es die Schicht unten dran abdeckt, Andrea. Genau. Dann so, dass es einfach eine dünne Schicht gibt, dass einfach mal wie der ganze Boden gedeckt ist oder die nächste, die untere Schicht abdeckt. Also zuerst Kies ins Glas, nachher ein bisschen Sand drüber über das Kies, bis man das Kies nicht mehr sieht. Nachher Erde über den Sand, bis man den Sand nicht mehr sieht. Und dann als nächstes. Genau, ja, dann kommt der schöne Teil. Dann nehmen wir ein bisschen Pflänzchen drin. Ich habe jetzt immer Moos genommen. Man kann auch andere drin tun. Und die nächste Schicht ist Pflänzchen, kleine. Also jetzt haben wir Kies, Sand, Erde und kleine Pflänzchen. Möglichst so, dass das Glas oben noch Raum hat. Also nicht ganz füllen das Glas, sondern so, dass es noch recht ist. Es wird dann ganz dunkel. Ziemlich schnell läuft es dann zu. Also, vorher hast du auch mal gesagt, nicht zu viel Pflänzchen, sonst wächst es dann plötzlich ganz zu, das Glas. Genau, wirklich, es darf wenig sein. Also, ich versuche es mal noch so zu zeigen, dass ihr das seht. Moment mal schon, wenn ich da ein bisschen einleuchte. So. Hier richtig. Also, ich habe wirklich nicht viel Pflänzchen drin da. Die werden sich dann schon, die werden dann anwachsen und das wird dann auch entsprechend schön aussehen. Die werden sich dann auch ein bisschen ausbreiten. Und dann als letztes, was halt wirklich so ein Terrarium auch noch braucht, ist ein bisschen Wasser, aber wirklich nicht viel. Ich habe vorher im grossen Glas 5 Tropfen gemacht, jetzt in dem kleinen Glas mache ich sogar nur noch 3. 1, 2, 3. Also wirklich Wasser in einem kleinen Glas, vielleicht nur 3 Tropfen und in einem grossen
Vielleicht 4 oder 5 Tropfen. Genau, so tun wir das ungefähr aufbüllen. Dass es wirklich nicht zu viel hat. Wenn man zu viel drin tut, dann fängt es an schimmeln. Wenn man merkt, das ist wahnsinnig fest beschlagenes Glas am Abend. Also jetzt, wenn man es heute in die Sonne stellt und heute Abend merkt, es ist fest beschlagen, dann macht der Deckel doch noch mal ein bisschen auf und lönt ein bisschen Feuchtigkeit raus und dann macht er es wieder zu. Aber so, dass wie noch mal ein bisschen Flüssigkeit rausgeht, damit es nicht zu viel ist. Und dann sind wir an und für sich schon fertig mit dem heutigen Glas. Das heisst, wir können es zu machen und das tun wir dann einfach loslassen. Also wir machen es zu und machen es eigentlich nicht mehr auf, außer eben, wenn wir jetzt wieder gemerkt haben, so unglaublich viel Flüssigkeit und es beschlägt mega, mega fest in der Sonne. Dann können wir es nochmal aufmachen, ein bisschen Luft raus, ein bisschen Flüssigkeit rauslassen, verdunsten lassen, aber wirklich nur ein bisschen noch. Wenn wir so wenig Wasser weiter haben, dann wird das eigentlich aufgehen. Jetzt, Kinder, könnt ihr nochmal Hand aufmachen, also Hand aufstrecken und mir sagen, ob ihr das mal mitgekommen sind? So, wer so weit ist von den Kindern, bitte die Hand auf. So, und... Und auf, die meisten Kinder sind jetzt auch so weit, ja. Okay, wunderbar. Gut, haben wir nachgefragt. Das ist immer wichtig, wenn man nicht mitkommt oder nicht ganz rauskommt, unbedingt nachfragen. Jetzt ganz wichtig ist, es braucht Sonne, damit es funktionieren kann, unser ewiges Terrarium. Also es braucht Licht. Stellt es also nicht in den Keller runter und auch nicht in aller dunkelsten Ecken von eurem Zimmer. Es nimmt mich noch wunder, haben wir schon eine Idee, wo wir es anstellen? Roman, könntest du die Umfrage starten? Mich wundert, wo stellst du dein Terrarium jetzt an? In dein Zimmer? Irgendwo, wo es alle sehen? Oder verschenkst du es? Oder stellst du es irgendwo anders hin? Genau. Wo stellst du dein ewiges Terrarium hin? In dein eigenes Zimmer? Oder irgendwo, wo es alle sehen? Zum Beispiel in die Stube? Oder du verschenkst es? Oder noch jemand anders? Wählst die Antwort aus und drückst nachher unten dran auf den runden Knopf eingeben. So, und wir brechen die Umfrage ab in 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. So, die meisten Kinder stellen es bei sich ins Zimmer. Weil dann sehen sie wahrscheinlich am besten, wie es wächst und wie es immer grösser wird und wie er gedeiht, der Garten. Genau, das ist mega schön. Da kann man eigentlich zum Beispiel jeden Morgen, kann man sich das vorne, am Morgen, wenn man verwacht, in Ruhe, zuerst mal schauen, das Terrarium anschauen und schauen, wie haben sich die Pflanzen verändert. Sehe ich schon etwas. Man braucht ein bisschen Geduld. Also es wird nicht morgen schon ganz dicht bewachsen sein, aber vielleicht in einer Woche sehen wir schon wirklich eine grosse Veränderung. Für mich, ich bin fertig mit meinen Terrarien und ich hoffe, ihr seid auch fertig geworden mit euren Terrarien. Wenn nicht, tun wir euch eben die Anleitung aufschalten auf Facebook und ich nehme an, auch in der Telegram-Gruppe, damit die Kinder und die Eltern, die wollen, das auch nachschauen können. Wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr das mit einem riesengroßen Gefäß machen. Dann könnt ihr natürlich alles ein bisschen mehr einfüllen. Dann könnt ihr auch andere Pflanzen nehmen, die ein bisschen grösser wachsen. Irgendwie nämlich wirklich wahnsinnig schöne Gefäße, die man so kann fühlen. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mit mir zusammen so ein Terrarium bastelt habt, dass ihr mit mir einen Garten im Glas gebaut habt und ich hoffe, dass ihr euch ganz lange für euch bereitet. Danke vielmals, Andrea.